Hallo, herzlich willkommen bei CMC TV. Mein Name ist Konstantin Oldenburger. Wir kommen zum US-Markt, möchten uns zwei Aktien anschauen erstmal. Und zwar ja, als Gruppe Social Media kam ja in den letzten Wochen und Monaten gehörig unter Druck, mit bestimmten Skandalen oder Verfehlungen, wie auch immer. Und wir möchten uns die Aktie bzw. die Charts dementsprechend anschauen und auf Charakteristika aus dem Chart dementsprechend kommen, ohne das Unternehmen jeweils weiter zu erläutern bzw. die Probleme dann hier zu beschreiben. Zum einen, wir haben hier die Facebook aufgerufen, um die soll es zuerst gehen. Wir haben in der Facebook eine große Rallye gesehen, also der Datenskandal, der hat bereits im März eigentlich begonnen. Da hatten wir diesen Abverkauf hier, ich zeichne den mal ein, und zwar das hier. Das war dieser erste Abverkauf mit dem Datenskandal, also Cambridge Analytica. Dieser Abverkauf, der war dementsprechend dreiwellig. Der Markt hat sich hier stabilisiert im Bereich 148 und wir haben dann bis in die Zahlen, also knapp 4-5 Monate, ging dann diese Rallye hier bis zu den Zahlen des zweiten Quartals. Haben wir dann dementsprechend ein neues Hoch bei 220 etabliert. Danach ging es weiter. Mark Zuckerberg musste vor den Senat dort dann dementsprechend Aussagen tätigen, wie das ganze Problem behoben werden kann und was man dementsprechend unternehmen kann. Und die Aktie hat dann dementsprechend auch schlecht reagiert auf die Quartalszahlen, die dann veröffentlicht wurden. Und der Markt hat dementsprechend mit einem riesen Gap-Down hier, ich meine, es waren 15% an einem Tag, eröffnet. Dieses Gap-Down, das würden wir jetzt analytisch eben aus dem Tageschart im Prinzip mit diesen ersten Bewegungen gleichsetzen. Dann hatten wir ein paar Tage Gegenbewegung in das Gap hinein und dann dementsprechend jetzt dieser zweite Abverkauf in die Nähe eben dieses vorherigen Tiefs. Wir wissen, solange der Markt praktisch höhere Tiefs bastelt, Sie sehen es, Tief, höheres Tief, höheres Tief, höheres Tief, höheres Tief, höheres Tief und so weiter, wäre der Aufwärtstrend intakt und in der Facebook ebenfalls. Und Bedingung wäre eben, dass möglichst praktisch dieses Tief hier bei 148 über Tagesschlusskurse nicht unterschritten wird. Somit kann man sich hier ein schönes CRV bauen für einen Long Trade eben. Und wichtig ist eben, dass praktisch dieses ABC hier hält. In dieser C-Welle hätten wir ebenfalls ein Ending Diagonal. So wäre das der Fall, dass wir hier praktisch drei Down-Moves haben mit zwei Gegenbewegungen. Und die Tageskerze heute sieht interessant aus. Sprich, da kommen heute Käufer in den Markt und wir brauchen im Prinzip hier einen Tagesschlusskurs im Idealfall über diesem Hoch hier. So. Dann hätten wir eine Bestätigung, dass hier erstmal das Tief im Markt ist und dass dann die Bewegung dementsprechend nochmals tiefer in dieses Gap hier hineinlaufen kann, als Minimumbedingung eben für diese Erholung. Okay, das dazu, also sehr interessanter Wert in dieser Aktie. Aufgrund eben dieser Dreierstruktur kann man sich dementsprechend mal anschauen und den Trade eben darüber bauen. Dann der zweite Wert, wir haben ja gesagt, Social Media möchten wir betrachten, wäre dementsprechend Twitter. Also ebenfalls ein Social Media Wert. Und da haben wir, okay, da ist er, hier ist er, Twitter. Da haben wir ebenfalls Twitter. Dazu folgende Idee, dass wir eben uns zuerst den Wochenchart anschauen. Im Wochenchart haben wir seit Dezember 2013 eben einen Abwärtstrend gehabt. Wir haben dann im letzten Jahr hier einen Doppelboden gehabt. Ich zeichne das mal ein. Also hier praktisch der Boden, zack, einmal. Und dann dementsprechend im April 2017 ebenfalls ein Boden. Und seit diesem Tiefpunkt eben oder seit diesem Doppelboden mit dem Überschreiten der 25 läuft hier praktisch ein Kaufsignal. Wir haben hier einen Impuls nach oben, der dementsprechend so lief. Und wenn wir jetzt eben in diese tradebaren kleineren Zeiteinheiten gehen, auch hier ähnliche Situation, sehr schlechte Zahlen zum zweiten Quartal, Aktie Gap Down, dementsprechend jetzt die Erholung und wiederum
ein neues Tief im Bereich dieser Unterstützung. Diese Unterstützung findet sich praktisch auf dem, am Tiefpunkt eben des 9. Aprils, also hier sollte es sein. In diese Unterstützung sind wir reingelaufen. Was ebenfalls auffällt, wir haben eine Divergenz im Tageschart. Übrigens bei Facebook ebenfalls, also hier über den MACD eine Divergenz zwischen diesen beiden Tiefpunkten. Und auch hier eben, da versucht es jetzt schon seit einigen Tagen die Aktie, Käufer in den Markt zu locken. Also wir haben ja viele Lunden hier, die nach unten zeigen, und auch heute die Tageskerze. Sehr interessant, heute kommen wirklich dann die Käufer. Aktuell ist es eine Hammerkerze und man kann sich dementsprechend hier diesen Bereich hier anschauen, dass praktisch der Markt hier eine Supportzone findet. Und ja, ich würde sagen, über den letztwöchigen Hochpunkten würde das Ganze bestätigt, dass wir hier kurzfristig ein handelbares Tief eben haben und eine Erholung, also ähnlich wie bei Facebook, selbst wenn es nur eine Korrektur ist, dass wir hier in drei hochlaufen, ebenfalls in dieses Gap hinein, also in Richtung 40, wären knapp 30% dann Potenzial in diesem Wert, selbst wenn es nur eine Korrektur ist. Sollte es ein Trend werden, dann würde das Ganze sich in etwa so dann darstellen, dass wir in der ersten Welle hochlaufen, dann eine Korrektur erleben, bevor dann der große Ausbruch dann über 47 kommt, bevor dann die Aktie sogar in Richtung All-Time-High, Richtung 60, dann sogar steigen kann. Also sehr interessanter Wert, fast sogar noch interessanter als Facebook, aber kurzfristig beide in einem ähnlichen Szenario mit diesen Optionen, dann, die wir gerade besprochen haben. Okay, soweit die zwei Aktien. An sich weiterhin good trades, viel Erfolg und bis dahin. Ade.